Generationenschiffe, Archen, die hunderte, wenn nicht tausend Jahre durchs All gleiten, sind vielleicht unsere einzige realistische Möglichkeit, Menschen zu anderen Sternen zu bringen. Über sie wird in der populärwissenschaftlichen Presse regelmäßig geschrieben, meist allerdings in wenig aufschlussreichen Beiträgen. Generationenschiffe stellen zwar absurde technologische Anforderungen, in erster Linie aber werfen sie soziologische und ethische Probleme auf. Wie und warum schickt man Menschen auf eine Reise ohne Wiederkehr? Ich bin Ronny. Willkommen bei Raumzeit. Klären wir zunächst mal den Begriff. Ein Generationenschiff bezeichnet ein Raumfahrzeug, welches so lange unterwegs ist, dass seine Besatzung mehrere Generationen umfassen muss. Schaffen wir es, mit durchschnittlich 5% der Lichtgeschwindigkeit nach Proxima Centauri zu reisen, bräuchten wir immer noch etwa 100 Jahre. Bei dieser Reisedauer würden jene, die die Erde verlassen, die Ankunft nie erleben. Es gäbe eine Generation, die mehrheitlich nie etwas anderes kennen wird als den interstellaren Raum. Und jene schließlich, die dereinst am Ziel eintreffen, kennen die Erde nur noch aus Erzählungen und Videoaufnahmen. Es gibt durchaus andere Konzepte, sie sind aber alle ausnahmslos aktuell dem Science-Fiction-Bereich zuzuordnen. Schläferschiffe etwa sollen eine Besatzung transportieren, welche sich in einer Art Kälteschlaf befindet. Was wir beispielsweise aus der Alien-Reihe kennen, ist momentan biologisch nicht vorstellbar. Jedenfalls nicht bei komplexen Organismen wie den Menschen. Anders bei Embryos, diese können kryokonserviert werden. Embryonenschiffe verfolgen daher das Konzept einer noch ungeborenen Besatzung, welche erst am Zielort aufgetaut und dann zum Beispiel von Robotern aufgezogen wird, um dereinst die neue Welt in Besitz zu nehmen. Dieses Konzept ist aber ethisch so fragwürdig, dass wir es zumindest heute nicht diskutieren werden. Die Besatzung von Methusalem-Schiffen schließlich gehört zu einer Menschheit, die das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt oder zumindest ihr Leben deutlich verlängert hat. Sie könnten sehr viel längere Reisen unternehmen, aber auch hier bewegen wir uns immer noch im Reich einer biologischen Science-Fiction-Vorstellung. Tatsächlich besteht die einzige jetzt vorstellbare Variante für eine Reise zu den Sternen in der Nutzung von Generationenschiffen. Und bevor jemand fragt, tatsächlich forscht das Pentagon seit etwa 2011 an einem Konzept für ein solches Schiff, welches von einem besonders kreativen Geist, The 100 Year Starship, getauft wurde. Und diese 100 Jahre sind mutig. Um auch nur 1% C zu erreichen, müssten wir unser Schiff auf 3000 km pro Sekunde beschleunigen. 200 Mal schneller als unsere aktuellen Raumschiffe. Und selbst mit dieser absurden Geschwindigkeit bräuchten wir immer noch fast 500 Jahre bis zu unserem stellaren Nachbarsystem. Fast alle Beiträge zu solchen Raumfahrzeugen beschäftigen sich daher mit der Frage der Umsetzbarkeit. Was muss man bauen? Wie schnell soll es sein? Wie stark muss die Panzerung? Wie leistungsfähig die Energieversorgung sein? All das sind natürlich notwendige Fragen, aber wir betrachten so das Omega vor dem Alpha. Diese Faktoren hängen nämlich untrennbar mit der Größe der Besatzung zusammen. Daher werden wir in der heutigen Episode zunächst die Reisenden und den Grund ihrer Reise betrachten. In der nächsten Folge schließlich wird es um technische Fragen gehen, angefangen bei der Konstruktion bis hin zur Versorgung. Warum also wollen wir Menschen zu anderen Sternen bringen? Das ist das erste und prominente Fragezeichen im Zusammenhang mit einem Generationenschiff. Kolonisation als Ziel ist hier eher fragwürdig, denn das Sonnensystem bietet genug Platz, Energie und Ressourcen für Milliarden von Jahren. Selbst wenn die Sonne dereinst zum Roten Riesen wird, kann man auf Raumhabitate oder Monde um die Gasriesen ausweichen. Und Milliarden von Jahren, das ist aus der Perspektive der Menschheit quasi mit einer Ewigkeit gleichzusetzen. Als Spezies gibt es uns schließlich kaum mehr als eine Viertelmillion Jahre. Seit 10.000 Jahren betreiben wir Ackerbau, seit 100 Jahren benutzen wir Radiowellen. Was ist mit dem Wunsch nach Expansion? Ausbreitungsdrang scheint dem Homo sapiens einprogrammiert. Seit Anbeginn unserer Existenz ist unsere Geschichte eine von Wanderungen, Entdeckungen und Eroberungen neuer Lebensräume. Aber es stellt einen Unterschied dar, ob ich ein Gebirge überquere, ein Meer überwinde oder eben das Nichts zwischen den Sternen. Ein Generationenraumschiff zu betreten, impliziert das Bewusstsein, im leeren Dunkel sterben zu werden, ohne je das Ziel zu erreichen oder in die Heimat zurückkehren zu können.
Während sich hier sicherlich genug Idealisten finden ließen, bleibt die Frage nach den notwendigen, üppigen Ressourcen zunächst offen. Als Investment scheidet ein Generationenraumschiff wahrscheinlich eher aus. Bis es ankommt, wird es vermutlich weder die Geldgeber noch deren Firma geben. Genau genommen weiß man ja nicht mal, was am Ziel ankommen wird. Die Motivation der Reisenden, ihre Form des Zusammenlebens, all dies kann und wird sich ändern. Wahrscheinlich wird sogar die Evolution an Bord des Schiffes in den hunderten oder tausenden Jahren eine Spezies hervorbringen, die sich mehr oder minder deutlich von den Menschen hier unterscheiden wird. Und für all diese Unsicherheiten müssten wir ungeheure Mengen an Ressourcen in Form von Rohstoffen und Energie aufbringen. Realistisch scheint letztens ein Szenario, in dem ein systembedrohendes Ereignis bevorsteht oder zumindest möglich scheint. Der einzig gangbare Weg zur Bewahrung irdischen Lebens sei ein Exodus an Bord von Sternenarchen ist. So ein Ereignis könnte etwa eine drohende Supernova in unmittelbarer Nähe sein oder ein Stern, der dem Sonnensystem gefährlich nahe kommt. Derartige Ereignisse sind gegenwärtig und auch für die nächsten Millionen Jahre weitestgehend auszuschließen. Gäbe es da nicht Gliese 710, der in etwa 1,4 Millionen Jahren ein nahes Rendezvous mit der Sonne haben wird, aber die Menschheit wohl nicht existenziell bedroht. Sehr viel weiter aber reicht unsere Prognosefähigkeit nicht. Ein entsprechendes Szenario ist also zumindest denkbar. Aber egal, ob eine Gruppe von Idealisten als Teil einer Überflussgesellschaft schon bald aufbricht oder eine Schar von Verzweifelten, die vor dem drohenden Ende allen Lebens in die Weiten des Kosmos flüchten, ein ethischer Imperativ bleibt. Biete deinen Nachfahren, die zu einer Lebenszeit an Bord eines Schiffes verdammt sind, ohne je gefragt worden zu sein, ein Leben, das lebenswert ist. Und das bringt uns zur Frage des Wie. Wer geht und unter welchen Bedingungen? Erst letztes Jahr erschien eine Untersuchung, nach der ein Minimum von 90 Personen reisen müsse, um genügend genetische Varianz bei optimaler Partnerverteilung sicherzustellen. Der Beitrag lässt dabei unglaublich vieles außer Acht. Zum einen ist es natürlich möglich, kryokonservierte Eizellen und Spermien mitzuführen und so die Minimalzahl erheblich zu senken. Zum anderen, und das wiegt schwerer, ignoriert der Aufsatz die wichtige soziale Komponente. Eine 90-Personen-Gruppe wäre auf Dauer sozial nicht stabil. Der Psychologe Robin Dunbar hat ermittelt, dass Menschen etwa 150 soziale Kontakte von Bekanntschaften bis zu engen Freunden pflegen können, auch wenn die Zahl im Einzelfall zwischen 100 und 250 schwankt. Diese als Dunbars Zahl bekannte Größe bietet vermutlich auch einen sinnvollen Anhalt für die Größe der Besatzung. Erweitert man das obere Ende der Skala um etwa 50%, um auch nach bedrohlichen Ereignissen, zum Beispiel einer Epidemie, weiter bestehen zu können, benötigen wir eine Besatzung von mindestens 350 bis 400 Personen. Diese Gruppe besteht aus denjenigen, die das Schiff bedienen und warten, aus den Ärztinnen, Pflegern, Landwirten und Ingenieuren, die für das Überleben der Menschen an Bord zuständig sind, und einer großen Gruppe an Pädagogen und Pädagoginnen. Denn von primärer Bedeutung ist die Weitergabe des Wissens der Menschheit an die nachfolgenden Generationen auf dem Schiff. Diese 400 Menschen, und das steht außer Frage, müssen ein Leben führen können, welches dem Leben auf der Erde in quasi nichts nachsteht. Sie benötigen reichhaltige und frische Nahrung, eine erdähnliche Gravitation, Tageslicht, Unterhaltung und natürlich ein gewisses Maß an Natur, Wälder, Seen, Parks. Es wird vielleicht nun auch deutlich, warum es sinnvoll ist, sich zuerst über die Menschen an Bord Gedanken zu machen, bevor man an die technische Konzeption geht. Erst nach unserer Betrachtung der Voraussetzungen, die wir als Menschen mitbringen, haben wir eine Vorstellung von den Dimensionen einer solchen Arche. Sie muss hunderte von Menschen unter erdähnlichen Bedingungen durchs All tragen. Und sie muss alles, wirklich alles, was man auf der Reise braucht, mit sich führen. Wie so ein Koloss aussehen kann, wie groß er sein muss, wie man ihn vor kosmischer Strahlung schützt und ob so etwas auch nur im Ansatz realistisch ist, das werden wir in der nächsten Folge betrachten. Für heute bedanken wir uns bei unseren galaktischen Overlords Rico Wittke, Dimitar Jauch und Tobias Sternberg, stellvertretend für all unsere Patrons. Danke für eure sensationelle Unterstützung. Ohne die wären nämlich Videos wie dieses hier nicht möglich. Wie immer sagen wir euch allen Danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42. Speed it up.